Gunter ist. Liebe Freunde, ich sag jetzt mal bei ihr, Gunter kann Geld heute Morgen gewinnen und ich finde, das ist eine prima Sache. Und wir nehmen dafür, das nehmen wir mal weg, ein komplettes Spiel ohne Joker, 52 und du hast die Chance, jetzt Geld zu gewinnen. Also ich bringe wirklich einen Satz jetzt und ich muss mich deshalb auch ein bisschen warm machen vorher, damit ich möchte natürlich nicht unbedingt, dass es in die Hose geht, denn wenn das in die Hose geht, sehe ich ziemlich dumm aus und deshalb gehen wir absolut auf Nummer sicher. Wir machen eine kleine Übung zum Warmmachen, die ist mehr für mich als für dich. Und würdest du vielleicht nochmal so, ich das so nochmal abheben, nicht das heißt, wie das gemacht. Macht ihr gut, Herr Gunther, oder? Jetzt reicht's. Okay. Nein, war richtig, ist gut. Ist okay so? Gut, Gunther, wir fangen jetzt an, so wie ein Zauberkunststück immer beginnt, wie man das von mir auch erwartet, dass der Gunther jetzt irgendeine Karte wählen darf. Ich mache das jetzt ganz langsam. Gunther, ich gucke auch nicht hin und pass auf, dass du nicht das Gefühl hast, ich würde dir irgendeine aufzwingen. Die? Dann nimm sie raus. Ich will es gar nicht sehen. Und dann würde ich dich bitten, die Karte verdeckt auf den Tisch zu legen und deine Hand oben drauf zu legen. Ich will dich gucken. Sehr schön. So, kleine Übung zum Warmmachen und wenn das klappt, weiß ich, der Rest klappt auch. Ziehst du sie mal ein Stück auf dich zu, die Karte? Sehr schön, das kann ich, dann sieht die Kamera das besser, dann gehe ich mal ein bisschen hier rüber. Zieh sie noch ein bisschen rüber, die Karte ruhig, aber sie muss unter deiner Hand bleiben. Gunther, als erstes werde ich versuchen rauszukriegen, was es für eine Farbe ist. Kreuz, Herz, Pik oder Karo. Dafür nehmen wir das Kartenspiel. Ich hoffe, das klappt, weil du hast nochmal so abgehoben, aber es ist egal. Die Farbe, okay? Ich buchstabiere das mal eben. Ganz kurz. D, I, E. Wenn ich einen Fehler mache, sagst du mir Bescheid. F, A, R, B, E. Es müsste eine Herzkarte sein. Gut, jetzt der Kartenwert. Schon ein bisschen schwieriger, aber ich bin Gott sei Dank kein Legastheniker. Jetzt der Kartenwert. Klingt gut irgendwie. Jetzt der Kartenwert. J, E, T, Z, T. Okay, bis jetzt. D, E, R. Wenn ich es für dich finde. K, A, R, T, E, N. W, E, R, T. Richtig? Also, es müsste ein Herz sein und eine 6. Herz 6? Ja! Gut, ne? Gut, also jetzt, also wenn, ich sage immer, wenn das klappt, wird der Rest auch klappen, da bin ich ziemlich sicher, denn jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es ums Geld. Spielst du manchmal Karten? Du brauchst kein Geld, ich brauche Geld. Als erstes müssen wir natürlich mal, du hast es schon abgehoben und so gemischt, dieses Riffel, kannst du Riffel mischen so? Nein. Kannst du wirklich nicht? Also normalerweise würde ich dich das bitten, dann mache ich das ausnahmsweise. Also das ist jetzt, also sonst würde das gut machen. Gut, aber schau genau, das ist ohne... Fair? Schau. Wirklich. Das hättest du auch du machen können. Und jetzt die Karten einfach mal nur so zusammenschieben. Von Roman Tamarissi. Tamarissi. Fantastisch, das zusammenschieben. Sehr gut. Gut, Gunther, jetzt geht das Spiel los. Brauchen wir viel Platz. Also ich nehme jetzt einfach mal, du hast gemischt und abgehoben und so. Ich nehme jetzt einfach mal die obersten beiden Karten. So, 1, 2. Also ich wette jetzt einfach mal, das ist eine schwarze und eine rote. Hört ihr nicht lachen! Und ich bringe jetzt noch einen kleinen Wetteinsatz, weil das ist ja nicht so doll. Eine rote, eine schwarze. 5 €. Könnten ja auch 2 rote sein oder 2 schwarze. 5 €. Also wenn du kannst dagegen halten. 5 € drauflegen. Nee, lass den Quatsch. Nee, mach nicht. Ist auch die Chance, ist ja im Betrieb 1:3 für dich. Es könnten 2 schwarze sein, 2 rote oder eine schwarze und eine rote. Pass auf, ich nehme nochmal so. Noch 1, 2, rot-schwarz, ja. Vielleicht machst du das nächste noch 2, die nächsten 2 daneben. Ich finde, das ist jetzt schon interessant. Also ich behaupte jetzt, reicht erstmal, ich sage jetzt mal, schwarz-rot, schwarz-rot, schwarz-rot.
Könnte er auch mal sagen, schwarz-rot, rot-rot, schwarz-schwarz? Ich sage, ein schwarz und ein rot, schwarz-rot, schwarz-rot. Kleinen Moment. 15 Euro. Ist dagegen halten? Die Chancen werden immer besser, lass den Quatsch. Wir werden den Einsatz vielleicht nochmal erhöhen, ob du so nett bist, da nochmal zwei hinzulegen. Und nochmal zwei dahin. Und zwei dahin. Oh, gut erarbeitet, ne? Okay, also, Moment. Also ich würde jetzt mal... Also, okay. Ist okay, du? Schon 35, 40, okay. Schwarz-rot, 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 schwarz-rot. Du hast den Bestand abgehoben. 40 Euro. Willst du dagegen halten? Muss noch einmal irgendwo zwei schwarze, eine rote sein, zwei rote, schon kaputt. Du wirst es lieber so lassen. Ist gut so, kennst du mich nicht. Also nochmal, schwarz-rot, 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 schwarz-rot. Nein, rot-schwarz, Entschuldigung. Ist genau das Gleiche. Okay. Und da, ich habe eine Idee. Würdest du einfach mal vier Karten hier hinlegen? Du hast gemischt, so ein bisschen überlappend. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe eine Idee. Schwarz-rot, 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 schwarz-rot. Kreuz, Herz, Pika. Moment. 90. Ich muss nur einmal fallen. Nee, 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 noch nicht, nee, nein. Ach, du willst, bist du Banker? Das ist ein Schimpfwort, ne? Schwarz-rot, 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 Kreuz, Herz, Pika. Würdest du nochmal vier da hinlegen? Du hast gemischt. Und abgucken. Und nochmal vier. Du musst ein bisschen knacken hier. So, also jetzt 100. Schwarz-rot, 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 Kreuz, Herz, Pikaro, Kreuz, Herz, Pikaro, Kreuz, Herz, Pikaro. Ein Fehler, Geld futsch. Weil ich habe das gestern nicht umsonst gewonnen, gestern Abend, nicht? Pass mal auf, so eine kleine Side-Wette. Ein Pärchen nochmal dahin, so zwei Stück, eins, zwei. Da gibt es dann auch nur 10 dafür. Aber jetzt sind es 200. Schwarz-rot, 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 Kreuz-Herz, Mikaro, Kreuz-Herz, Mikaro, Kreuz-Herz, Mikaro, schwarz-rot. Moment. 50, 100, 150, 200. 400 haben wir jetzt, okay? Kaum Karten mischen, aber Geld. Verheiratet? Ja, Arme. Ist sie da? Die ist da, die Mühle. Doch, die schicken wir das Geld hin. Nee, nee, nee. Gunther, ich habe da noch eine Idee. Es geht aber nur, weil das Haar fehlt bei ihm. Ne? Gunther, jetzt einfach mal 13 Stück hier hinlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du hast gemischt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist ja richtig Arbeit. Das sag ich ja, Gunther. Guten Seiten sind vorbei. 250, okay? 650. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Schwarz-rot, 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 Kreuz-Herz, Pikaro, Kreuz-Herz, Pikaro, Kreuz-Herz, Pikaro, Schwarz-Rote. Ein Ass, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7, eine 8, eine 9, eine 10. Bube, Dame, König. Hä? Gut, ne? Gegengehalten. Scheiß Gage hier gewesen. Nein, nein, das ist ein Quatsch. Würdest du diese 13 nochmal so auseinanderschieben? Da sind ja nur noch 13 übrig, glaube ich, oder? Und legen, wie du willst, du bist ja ordentlich. Lieber legen, ist mir lieber. Lies mir das Haushaltsgeld? Auch nicht doll, ne? Okay. Okay, pass auf. Was soll ich machen? Hier 100. Schicke Uhr, Titan. Allergie getestet. Echtes Uhr. Geht ab. Ziemlich leicht zu machen.
fast 1000 Euro, meine Uhr, mein Ring, und ich fasse zusammen. Schwarz-Rot, 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 Kreuz-Herz-Picaro, Kreuz-Herz-Picaro, Kreuz-Picaro, Schwarz-Rot. Ein Ass, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König. Ich sage jetzt nicht, dass ich in der Reihenfolge liegen, was du nachher gemacht hast. Ist ein Ass dabei, eine 2, eine 3, und hier ein Ass dabei, eine 2 dabei, eine 3 dabei, eine 4 dabei, eine 5 dabei, eine 6, eine 7, eine 8, 9, 10, Bube, Dame, König. Was sagst du? Ey, sag mal, irre gut, oder? Letzte war zu viel. Der Temperamento. Der Tamar ist ein Dreck. Mehr kann ich nicht. Ja, das brauche ich fürs Taxi. Ist ein bisschen da. Und nachgucken? Schwarz-Rot. 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 Kreuz, Pik, Herz, Karo. Kreuz, Pik, Herz, Karo. Staunst du nicht? Gut, dass du nicht gewettet hast. Kreuz, Pik, Herz, Karo. Du hast gemischt. Schwarz-Rot. 13 Stück. Guck. Ein Ass. Eine 2. Eine 3. Eine 4. Die muss ja aufgehen. Eine 5, eine 6. Eine 7, eine 8, eine 9, eine 10, ein Bube, eine Dame, ein König. Und wir haben verdammt nochmal ein Ass. Man glaubt es nicht, muss ja aufgehen, es wird ja was fehlen. Eine 2, eine 3, hier ist die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König. Hast du ein Glück, dass du nicht gegen mich gewettet hast? Ösi war auch immer so.